Hüte dich vor Sarumans Feuermaschine, die verderbte Flamme auf den Schlachtfeldern Isengards speit. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Im festen Glauben, seine Armee hätte Theodens Volk in Helms Klamm vernichtet, wähnte sich Saruman in seinem Turm Orthanc in Sicherheit. Doch die Mauern Isengards konnten ihn nicht vor der Vergeltung der Baumhirten und Menschen bewahren. Und in Sarumans Kerkern warteten zahllose wütende Rohirrim auf ihre Befreiung. Während seine Verteidigungswerke giftige Dämpfe speien, entfesselt Saruman seine dunkle Magie. Und weil der Ausgang der Schlacht ungewiss ist, müssen Enz und Rohirrim gemeinsam dem Zorn des Zauberers trotzen. Okay. Marsch Enz nach Isengard, Leute. Guck mal, wir können alles spielen. Wir spielen mal den Magier. Sie haben unsere Freunde gefoltert. Stürmt den Eingang zu ihren Gruben. Direkt daneben geschossen. Oder waren sie weit weg? Kann natürlich auch sein. Let's see. Werft das Böse nieder. Nehmt den Grubeneingang. Zack. Bogenschützen! Wir müssen uns mit Magie schützen! Ja, macht ihr den kaputt? Ich bin einfach fast tot. Vielen Dank. Für gar nichts. Erschlagt die Wachen! Stürmt den Eingang! Ich krieg noch nicht mal Leben hier. Vollkommen ridiculous. Schild hoch. Wir müssen die Gruben nehmen. Schnell, besetzt den Eingang. So, nächster. Ei. Au, 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 au. Okay. Wir haben Fuß gefasst. Auf, in die Gruben. Der Hauptmann dort versucht, sie zu sammeln. Bringt ihn zu Fall. Da, am Fuß der okay. Rampe. Wo ist er? Hauptleute sind mächtige Gegner mit speziellen Fähigkeiten. Ihre Gegenwehr stärkt alle Truppen in ihrer Nähe. Er hat auch so ein Schild. Nee, das ist ein Kumpane, der das Schild hat. Ups. Gerade heilen. Der Ork-Hauptmann versperrt uns den Weg. Ja, ich versuch's. Ich schaffe so ganz entspannt neben ihm. Ich kann auch nicht sehr häufig heilen. Und das er überlegen mich. Hauptmann nicht vorbei. Er versperrt den Weg in die Gruben. So, wer zwiebeln die jetzt also wieder hier? So. Er ist tot. Ein Glück. Sarumans Maschine speit tödliche Flammen. Zerstört dieses Höllengerät. Wenn der Zauberer mal aufhören würde, seine Dings zu machen hier. So, heilt. Okay, danke. Heilen. Das war nicht heilen.
Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Hä? Habt ihr den nicht gesehen, Leute? Zerstören wir die jetzt? Aber wir müssen gar nicht die Dinger zerstören hier. Aha. Da runter geht die Feuermaschine. Okay. Mal hier runter. Zerstört die Feuermaschine, okay, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Zauberer im Nahkampf. Nicht so sehr gut. Ich bin vielleicht tot. Okay. Hey. Ah. Gott. Nur im Bogenschützen. Okay. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Ich hätte mir gegen den Magier mal lieber den Dings Krieger. Muss nochmal eh. Da. So. Okay. Okay, der ist weg. Ich habe das Gefühl, wir brauchen. Gegen Magier ist Fernkampf nicht so gut. Magier gegen Magier ist auch nicht so geil. Von daher denke ich mal, ist der Krieger die richtige Wahl hier. Also haben wir den Krieger seit Anfang nicht mehr gespielt. Wir müssen ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Mit dem Krieger wäre ich noch nicht so warm. Mal schauen. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Hm. Okay, welche Krieger, welche Maschinen sind da drüben? Ei, ei, ei. Ei, ei. Das Leben, das Leben. Oder das Leben. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Oh Gott, ich bin schon wieder tot. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten den Bogenschützen nehmen. Das ist mehr meine Einheit, Leute. So, Headshot. Warum sind unsere Freunde denn bis nach da vorne vorgekommen und töten die Maschine nicht? Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Na gut, dann versuchen wir jetzt mal hier durchzukommen. Was ist denn in der anderen Richtung? Zack. So. Oh! Unnötig. Einfach nur unnötig. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Zack, Headshot. Bringt sie zu Fall! So. Zack.
Ja, mal ein bisschen Meter machen hier. Kann ja nicht sein, dass wir so weit weg die ganze Zeit fliegen. Okay. Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Tja. Ups. Ja, wenn ich jetzt ein paar Nahkämpfe hätte. Wir haben fast keine Verstärkungen mehr. Diese riesige Maschine spuckt Feuer. Zerstört sie. Tja, ich weiß es nicht, Leute. Wie wir das am besten machen. Ups, das war doof. Eigentlich hätte ich ja gehofft, dass wenn ich hier die Leute mehr oder weniger ausnocke. Ja, dann mal in Ruhe lässt uns dann Schild. So. Kriegen wir die kaputt? Oh, oh Gott, oh Gott. Zerstört die Feuermaschine! Da im Herzen der Gruben! Ja, ich krieg die nicht kaputt. Mit meinem Bogen hier, glaube ich. Verstärkung! Ich habe nur noch ein Leben, Leute. Das ist nicht gut, nur noch ein Leben. Mutig mal ganz stark. Okay. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Jetzt ist alles verloren! Sie haben ihn niedergeworfen! Okay. Ja, Niederlage. Doof. Neustart. Da muss ich ja. Kann ich ja nicht mal skippen. Sie haben unsere Freunde so, der Magier hat stimmt eigentlich erstmal ganz gut zu ihren Gruben. Von daher werden wir das jetzt erstmal wieder machen. Das hat schlagt die Wachen! Stürmt den Eingang! Ich habe nur drei Leben. Hey, wie geholt. Schützen! Wir müssen uns mit Magie schützen! Wollen wir unseren Kollegen hier helfen? Wenn die da geknüppelt. Oh, oh, oh. Werf das Böse nieder! Nehmt den Grubeingang! Nein. Wie hier jetzt auch noch ganz gut funktioniert, das letzte Mal. Wir haben Fuß gefasst! Auf, in die Gruben! Der Hauptmann dort versucht, sie zu sammeln! Bringt ihn zu fallen! Aber dann da, unten... am Fuß der Rampe! Unten war dann nicht unseres. So. Heilen. Wir kommen an diesem Hauptmann nicht vorbei. Er versperrt den Weg in die Gruben.
Wenn dann mit 5 Leben wieder. Weil ich glaube, das letzte Mal hatten wir 10 oder so. Was heißt, letztes Mal haben wir, glaube ich, 10. Vernichtet den Grubenhauptmann! Lehrt sie das Fürchten! Das ist ja gar nicht der Hauptmann gewesen. Das ist nur so ein Depp hier gewesen. Oh. What? Stand in einem Feuer. Ah, Leute, Leute, Leute. Schon der erste Tod. Der Hauptmann versperrt uns den Weg. Fällt ihn! Weg. So. Er ist tot. Ein Glück. Sarumans Maschine speit tödliche Flammen. Zerstört dieses Höllengerät. So, jetzt muss man einmal versuchen, da irgendwie was vorbeizukommen. So. Ich fand den Weg geiler hier über die Brücke. To be honest. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Okay. Wenn ihr einfach reinlauft, dann ist es halt so. Dann lebe ich damit. Danke. Zack. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Bin hier ganz alleine unterwegs. Alles töten, was auf dem Weg ist. Er lebt noch, der Magier. Zerstört die Feuermaschine! Ey. Da im Herzen der Gruben! War nicht gut. Ja, ich brauche ein bisschen Leben. Das Leben, theoretisch. Aber irgendwie kriege ich keine Unterstützung hier unten. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich hier irgendwie auf den Sack kriege von irgendwem. So. Zerstört die Feuermaschine! Da im Herzen der Gruben! Oh, tot. Mist. Der Bogenschütze hat mich tot gemacht. Erholst du ihn dir jetzt, oder? Oh. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Ja,
So. Wir müssen taktisch vorgehen hier. Ups, ich kann noch gar keinen Zauber wirken. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! So, jetzt müssen wir mal hier durch. Okay. Könnt ihr den mal töten vor uns? Direkt vor uns? Natürlich nicht. Nix können sie selbst hier. Okay. Zerstört die Feuermaschine! Da im Herzen der Gruben! Soll ich einfach snipern? Das Gefühl, ich schwimme jetzt hin und sniper die Leute weg. Sagte er und verfehlt ungefähr jeden. Ja, guck mal. Mach doch jetzt mal die Maschine kaputt. Setz doch direkt davor. Warum machen die Maschine nicht kaputt? Guck mal, die ist kaputt. Gott, beweg mich nicht. Mein Controller ist disconnected. Das ist das Problem. Das ist natürlich ungünstig. Wir haben mitten im Spiel deinen Controller disconnected. Oh, wir haben den falschen genommen. Muss man nochmal E. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Das war nicht E, das ist E. Ja, wir machen sie jetzt einfach mit Feuerfallen kaputt, würde ich sagen. Lohnt sich ja sonst gar nicht hier. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Ich dachte, man müsste da runtergehen und irgendwie draufhauen, richtig manuell oder so, weil ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen nicht oben hinstellen oder draufschießen. Wäre jetzt nicht so wild. Zack. Okay. Viele werden leben, nun, da Sarumans Maschine zerstört ist. Schlangenzunge hat den Schlüssel für den Turm Orthanc. Wir müssen ihn Baumbart bringen. Okay, machen wir Krima fertig, ja? Mal ein bisschen. Törichte Taten verdienen keine Gnade. Was ist jetzt los? Ich wurde von Gift getroffen. Oh, prima, was geht? Schlangenzunge muss sterben! Harter Treffer gegen Prima.
Schlangenzunge ist nicht mehr. Der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Boden. Sucht ihn. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Kommen wir jetzt nach da oben. Zack. Zack. Okay, wo müssen wir hin? Da hoch. Wir wollen alle da lang gehen, also gehen wir auch. Potenziell die richtige Richtung. Bringt ihn zum Baumbart. Guck mal, hier ist jemand Magier und hilft uns endlich mal. Andere nur auf. Findet den Schlüssel und bringt ihn zu Baumbart auf der Rampe. Yo, was sollte das denn? Warum bin ich da runtergeglitscht? Wie, jetzt liegt der Schlüssel da unten. Ihr habt den Schlüssel! Bringt ihn zum Baumbart! Ist das schlecht! Wie gesagt, da komme ich gar nicht dran! Den kann ich da nicht aufheben! Ich mir erstmal ein bisschen Platz hier. Wir haben kaum noch Soldaten! Kämpft euch nach oben vor! Bringt Baumbart den Schlüssel! Ja, ich muss den Schlüssel kriegen und direkt runterfallen. Ich glaube, sonst respawnt der Schlüssel einfach immer da. Nur noch eine Verstärkung. Kämpft euch nach oben vor. Ich muss jetzt alles mit einem Leben schaffen. Okay, das war richtig kacke. Da war ich, bin ich kacke, aber das war unfair. Meine Schuld, dass der Schlüssel dahin ist und ich drei Leben brauchte, um das wieder zu reparieren. So, jetzt auf die andere Seite, schnell hier. Zack, bevor der Nachschub kommt. Okay. Au! Ja, fortfahren. Was soll das, Leute? Erstmal einen Tee. Sie haben unsere Freunde gefoltert. Stürmt den Eingang zu ihren Gruben. Wir haben fast keine Verstärkungen mehr. Habt ihr das gesehen? Was sollte das? Erschlagt die Wachen! Stürmt den Eingang! Das war einfach richtig unnötig.
schützen. Wir müssen uns mit Magie schützen. Au. Vielleicht nehme ich auch tatsächlich für den Übergang, nachdem ich Grima getötet habe, vielleicht nehme ich tatsächlich wieder den Zauberer. Wir haben Fuß gefasst. Auf, in die Gruben. Der Hauptmann dort versucht, sie zu sammeln. Bringt ihn zu Fall. Da, am Fuß der Rampe! Nicht tauschen? Ich hab wieder vergessen, was hier ist, Leute. Kann man denn so häufig vergessen, was auf dem Fett E ist? So. Ich schwöre, da hätte ich schon drauf gedrückt. Naja. Vernichtet den Grubenhauptmann! Lehrt sie das Fürchten! Ich bringe ihren Hauptmann zu Fall! Was ist denn der Hauptmann eigentlich? Getroffen. Wir kommen an diesem Hauptmann nicht vorbei. Er versperrt den Weg in die Gruben. Er ist tot. Ein Glück. Sarumans Maschine speit tödliche Flammen. Zerstört dieses Höllengerät. Zack. Jo. Durch. So, einfach nach hier unten schnell machen. So. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Den Weg mal freimachen hier vom Gegnern. Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Hallo. Danke. Okay. Okay, der läuft runter. Das brennt. Ups, daneben geschossen. Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Daneben geschossen. Prima, Schlangenzunge. Nun, da Sarumans Maschine zerstört ist. Schlangenzunge hat den Schlüssel für den Turm Orthanc. Wir müssen ihn Baumbart bringen. Grima. Du blutest leicht, nicht wahr? Ja, wir halten mir jetzt Grima auf. Du wirst unseren König nicht mehr vergiften, Wurm. Wir bringen deine gespaltene Zunge zum Schweigen.
war ein Leben. Das habe ich eingesammelt. Die Schlüssel von Orthanc bekommt ihr niemals. Schlangenzunge muss sterben. Oh. Ey. Das habe ich an Theodens Hof gelernt. Der Verräter Schlangenzunge ist nicht mehr. Der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Boden. Sucht ihn. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. So, Magier wollten wir hier probieren. Ihr habt den Schlüssel. Bringt ihn zu Baumbart. Hä? Achso, ich dachte, ich hätte ihn verloren. Posten eingenommen. Okay. Ihr habt den Schlüssel. Bringt ihn zu Baumbart. Oh, das war mein Tod.